denke schon, dass ich eine andere Moralvorstellung habe als die Normalbevölkerung. Hey, hallo. Hoi Milo! Hoi, ich muss zuerst schnell abstellen. Ja. Hoi, ja. Ich habe auch etwas aus der Schweiz mitgebracht. Oh. Eine Flasche Wein, schau mal. Ach, du trinkst gerne Weißwein, sehr, sehr gell? Sehr gerne, ja. Ja, wir aprölen heute. Mm. Das heißt, es gibt leckeres Apero mit verschiedenen Sachen. Ich habe hier Bündner Rohschinken, ja. Mostbröckli und Bündner Fleisch vorbereitet. Es gibt es noch nicht lange, aber man kriegt das jetzt hier in der Nähe. Ich wohne ja in Düsseldorf, ja, und das genau. Kriegt man jetzt. Und ich dachte, wenn ich schon Schweizer Besuch ja. komme, dann machen wir ein Apero. Du, super, da freue genau. ich mich. Können wir ja gerade zusammen belegen, gell? Ja, genau. Gibt es irgendwie was, was du vermisst von der Schweiz? Die Schweizer Berge und auch die Seen. Es ist immer so schön, wenn man da so einen See hat und die Berge ja. hat. Ja. Ich finde das traumhaft. Ja. Ja, das fehlt mir schon. Ah, der Käse so, noch, jetzt, die Möckli. Ja, jetzt mache ich noch ein paar Möckli. Das sieht total hübsch aus. Mhm. Dann können wir uns mal an den Tisch setzen. Mhm. Schön, dass du Gell. Gekommen bist. Ja, dann greife ich gleich mal zu hier. Das sieht so lecker aus. Das Mostbröckli, das duftet auch schön, so ein bisschen rauchig. Milo, bist du Künstlerin, Performance? Wie benennt man das? Ja, ich mache vieles und ich nenne das immer Konzeptkünstlerin. Es sind ganz viele Dinge, die ich mache, auch Medienkunst. Ich nutze ja auch die Medien, setze meine Performances auf YouTube. Und ich habe auch nicht Scheu vor Massenmedien, was in der Kunst eigentlich nicht so üblich ist. Und ja, ich arbeite auch klassisch im Atelier an Gemälden, an genau. solchen Sachen. Genau. Und mache auch Performances mitten im Alltag. Du interagierst mit den Menschen um dich herum, du lässt dich auch berühren. Ja, was ist das für ein Gefühl? Also die Performance, wo ich mich habe berühren lassen, die heißt Mirrorbox, da habe ich mich im Vorfeld sehr stark auseinandergesetzt. Das heißt, es ist sehr viel mentale Arbeit. Ich gehe nicht auf die Straße und sage, hey, ich habe jetzt heute eine super Idee, sondern ich bereite mich vor, gucke, was bedeutet das für mich. Und ich bin dann so weit, wenn ich auf dieser Straße stehe und mich berühren lasse, an den intimsten Stellen, dass ich mich einfach fallen lassen kann. Ich wollte auch bei dieser Performance einerseits sagen, dass man Frauen oder mich nur berühren darf, wenn ich das möchte. Das heißt, ich habe Leute dazu aufgefordert, Passanten, dass sie mich berühren dürfen für 30 Sekunden und dass sie mir auch in die Augen gucken. Und ich habe gemerkt, dass der Augenkontakt total viel ausmacht. Die haben schon sehr viel Respekt gehabt. Und ich wollte eben auch die Lust zeigen der Frau. Weil es ist ein riesen Tabuthema, dass die Frauen über Orgasmen, über Sex und über ihre Lust sprechen. Und ich wollte die zulassen. Und wenn man die Videos sieht im Nachhinein, kann man auch in meinem Gesicht erkennen, dass ich das geschafft habe, einfach loszulassen und auch zu spüren, ob das mich erregt. Und das hat mich auch teilweise erregt. Gerade so im Hintergrund, gell, sieht man ja deine bekannten Blob-Eck-Bilder. Kannst du da was dazu sagen? Man sagt ja immer, man ist ein Schöpfer. Und ich dachte so, was ist eigentlich die absolute Schöpfung? Und dann kam mir in den Sinn, eigentlich ist es die Geburt. Und dann habe ich gedacht, okay, als Künstlerin ein Werk zu gebären, das muss irgendwie die absolute Schöpfung sein. Und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, es hat auch länger gedauert, hatte ich dann das Symbol, das Ei, als das für Neues, für Leben und so weiter gehabt. Und habe dann irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen, die Eier zu füllen mit Farbe, in meine Vagina zu stecken und die rauszupressen auf die Leinwand und somit auch gebildet zu gebären. Und man sieht da eben noch die Eierschalen drauf, die haften auch auf der Farbe. Das sind so Acrylfarben und Tinte. Ja, das ist so, sind so meine Babys. Gab es dann auch so ein bisschen gefährliche Situationen? Also allgemein ist es sehr risikoreich, was ich mache. Und ich weiß nie, was passiert. Ich kündige die Performances auch meistens nicht an, weil ja, da kann eigentlich alles passieren. Ich habe auch Morddrohungen bekommen nach Performances, auch nach der Domplatten-Protestaktion. Und ja, schützen kann man sich nicht. Ich hatte bisher ist nichts passiert. Ich wurde allerdings auch schon verhaftet, weil es gegen das Gesetz war, zum Beispiel nackt zu sein in Paris. Ich bin zwar nervös vor der Performance, aber ich habe keine Angst. Du wirkst ja in deiner Performance, in deiner Kunst dann sehr extrovertiert, eben auch mal provokant, sage ich jetzt mal, wie du gerade erwähnt hast. Wie bist du
privat so? Ich würde aber sagen, dass ich so, wenn man mich privat kennt, auch eher so ein ruhiger Mensch bin, auch reflektiert, aber auch mal total auf die Kacke hauen kann, sage ich mal so. Also schon auch wilde Anteile habe, aber es wird nicht gleich so offensichtlich klar. Ja. Und ich meine, wenn man die Performance von mir anguckt, das ist zwar sehr offensiv, weil ich nackt bin, vielleicht wegen der Handlung, aber es ist jetzt nicht laut in dem Sinne. Mhm. Und ich glaube, ich bin tendenziell auch nicht so laut, aber vielleicht auf eine andere Art provokativ. So. Was wäre dein absoluter Traum? Eins ist so eine eigene Fernsehsendung, wo sie eben so zum Thema Sex, Satire und Informationen, so Aufklärung. Und dann würde ich natürlich sehr gerne auch mal in einem großen Museum hängen, wie dem MoMA. Mhm. Meinen Werken. Das ist so ein künstlerisches Herz, was sich das wünscht. Und das Dritte ist, ich hätte total gerne im Süden irgendwo ein Superhaus und zwei Severalkatzen.